gekauft, aber 4 ist los. Was war die Aufgabe 4? Dass wir das mit den Theorieteilen sagen, was ist welches Spektrum zu welchen Dingen es gehört. Wiener Filter, glaube ich. Ah, ja. Oh, schau ich mal, was Feedback für Aufgabe 6 ist. Auch schnell. Feedback für die Rework und da auch mal irgendwie, damit ich weiß, ob ich überhaupt eine Aufgabe machen muss. Was passiert denn, wenn der Rework ist auch? Dann bist du raus, aber das wäre ja. Habe ich keine Vorwurfsfragen. Mir ist ja die Laufzeit von meinem Programm, also die skaliert super schlecht, weil ich mir da nicht mehr viel Mühe gegeben habe, ehrlich gesagt. Was? Für die Hausaufgabe. Sechs ist aus? Hier die Rework, glaube ich. So. Plus, plus. Und ich dachte, doch keinen Schaden. Aber wie gesagt, ich hätte eigentlich die 3 neu machen müssen, aber weil ich in der 5. das Workshop sowieso schon korrigiert habe. Ja. Oh, was? Das ist ja krass. Das ist die Rücken. Selber verraten, was er wollte. Vielleicht komme ich noch zu Smash Bros. Aber Moment, wenn ich es muss. Ich habe das Gefühl, im Endeffekt spiele ich ja doch ja nur mit den Berlinern und so. Ja, wir haben letztens Rivals of Peter wieder zurück zu Mele geholt und vielleicht das auch. Irgendwie eigentlich ist es nur Rotor von denen, da cool. Oder der andere. Also, ich bin so ziemlich ruhig, ich versuche mal mit denen irgendwas zu reden. Ich habe vielleicht demnächst so einen Gelegenheitsjob. Ich dachte, mir fehlt da Zeit. Komme ich vielleicht zu Winter, holen wir mal Zeit, statt am Boden zu schlafen. Dann würde ich auch bis Sonntag. Wo denn? Ja, wo neue Lavendel. Ich meine, das ist ein Gelegenheitsjob. Ein Gelegenheitsjob, nicht? So, ne, das ist Musik vielleicht. Ist auch noch vielleicht. Ja, irgendwie. Ich weiß nicht, wahrscheinlich weg. Heute. 3 Bachelor-Verteidigungen. Okay, bei einer der Tutoren nach mir im gleichen Raum Verteidigung hat, habe ich gedacht, dann nehme ich rein. Und 2 Verteidigungen waren über Simon. Und eine Verifikation mit Simon. Das war super langweilig. Hast du den Eindruck, dass die gut abgeschnitten haben? Und einer hat den langweiligsten Vortrag aller Zeiten gehabt, der hat wirklich jeden Scheiß erklärt. Der Vortrag hatte. Okay, 40 Minuten. Ja, 10 Minuten. Hat er auch 15 Minuten Zeit gehabt oder mehr? Ja, die waren zu dritt und haben. So. 90 Minuten. Oh, sick! Ja, aber was der Kiyama erzählt hat, den kennst du ja bestimmt. Wenn die Professoren das erzählt haben. Für Yakindo haben sie extra, warst du es? Für Yakindo haben sie einen Bachelorstudenten, weil
Nee, doch, der gejammert interessiert. Ich habe halt gefragt, ja, gibt es irgendwie so ein Stack-Trace, wo man die Signale sehen kann, die da einer angekommen sind. Ne? Das wäre halt nützlich für die Hausaufgabe gewesen. Meinte ja, nee, sie haben jetzt einen Bachelor-Studenten exklusiv implementiert, weil die Firma das einfach nicht macht. Du musst dann in der Unit-Test-Hausaufgabe halt so schreiben, dass ein Signal so und so viel mal angekommen ist. Weißt du ja irgendwie, wenn es so ein Stack-Trace gäbe, ziemlich cool. Im Endeffekt muss man es einfach unterteilen, den relevanten Zeitraum in so und so viele Millisekunden und tast halt ab, wenn das Signal da ist. Gehen wir mal auf gerade einen Superstürmer gekommen. Polnische Stürmer, von dem ich zu Silvester letztes Jahr so ein Ding ins gepostet habe. Lewandowski 2. Der ist jetzt bei Hertha. Ausgeliehen oder wirklich gekauft? Gekauft, 24 Millionen. Gekauft. Hertha, okay. Ja, wegen diesem Internet-Investor. Was? Er ist ja Lars Windhorst. Ich glaube, der ist Zalando gehört. Ja, 49,9% von Hertha gekauft, jetzt haben sie ja 200 Millionen. Und ist ja auch jung. Jetzt ein Sponsor, an dem ich mich erinnern kann, war Arco. Nicht Arco? Nein, Arco. Ja, genau. Er macht Sinn, meine Eltern hatten das Hardware als Arco. Mein Vater hat auch immer mal Arco gehabt. Gibt's Arcore noch? Dann nehme ich jetzt erstmal ein neues Sponsor. Xerf Arcore Rifka. Wow. Also das ist der 2 für deinen Gaming-Plan. Ja.
Hardcore-Merch, so ironisch, so wie Obey-T-Shirts.